Moin Moin Sleekrotz-Freunde, willkommen zurück bei uns hier auf dem Patch 0614 mit der Mission Die letzte Grenze. Ihr kennt sie schon quasi von unseren Flash und Post Videos. Da hatten wir sie auf dem Testserver zusammengefahren, hattet ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Jetzt sind wir gespannt, wie die Mission auf dem Live-Server umgesetzt wurde. Wir haben jetzt schon einen Versuch gehabt, der war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Und ja, wir laden euch ein, begleitet uns einmal das Gefecht, die ultimative Grenze oder die letzte Grenze so rum und dann hoffentlich für 5 Sterne. Viel Spaß beim Zugucken. Mit dabei ist heute der halbe SEK-Team oder dreiviertel SEK-Team. Ich stelle jetzt nicht jeden einzeln vor. Einmal hallo. 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 Tag. Ja, hier ist das dolle Bild, was ich wieder sehr, sehr gut gelungen finde. Für diese Mission. Ihr seht hier schon die Karte. Die Schlachtschiffe starten oben an dem Atoll, wo auch der Flugplatz ist. Da sind 4 Türme. Die gilt es nachher auch zu beschützen. Also dürfen nicht alle 4 Türme sterben, sondern müssen 2, glaube ich, überleben, ist die Mission. Und wir starten hier unten. Bewegen uns jetzt quasi hier hoch zu F9, F10. Da werden die ersten Kreuzer auftreten und gleich links werden die ersten Zerstörer auftreten, die gleich zu bekämpfen gilt. Wir haben jetzt gerade schon, wie gesagt, die erste Gefechtserfahrung gesammelt. Das heißt, wir sind jetzt schon ein bisschen sattelfester, was in welcher Sekunde passiert. Oh, die Türme drehen ja viel schneller. So, ich würde sagen, schon mal gleich vorbewegen. Die Atlanta und, wo ist denn die Atlanta? Die Atlanta, glaube ich, es gibt diesmal eine Scharnhorst. Achso. Ja, siehst du, ich war noch vom letzten Gefecht programmiert. Also 2 Kreuzer bleiben hier unten, die schnell schießen können, um die beiden Zerstörer zeitiger rauszunehmen als das letzte Mal. Und die anderen beiden Kreuzer, also Ranja und Uli, bewegen sich hoch zum zweiten Fliegerhorst in die Richtung. Und 2 Kreuzer, die Belfast und die Fidschi, bleiben hier, um die Zerstörer möglichst schnell rauszunehmen. Da sind sie schon. Ich sehe gerade, die Flugzeugembleme sind anders aufgeteilt als eben. Ja, ein bisschen anders sind sie. Boah, jetzt bleiben die schon stehen, ey. Das kann aber auch mit den Rucklern vom Server zusammenhängen, weil ich habe auch gerade wieder einen Hänger gehabt hier. Ein Hänger? Hänger. Bitte keine Bundeswehrsprüche jetzt, ne? Ja, die Bundeswehrsprüche dafür wären passend. Oh, Mahan und... Oh. Dauert zu lange. Wir nehmen die nicht schnell genug raus, die Zerstörer. Aber mir ist es gar nicht treffen wegen den Rucklern. Da wäre die schon richtig spannend zuzusehen, ne? Treffen sie. Hm? Wir haben zu lange gebraucht. Die sind noch im Kampf, also die sind noch nicht tot. Ja, ich bin offen. Ja. Ja, ich auch. Da ist sie wieder. Und die Mahan ist raus, glaube ich. Ja. So, da ist die Cleveland. Genau, feuerfrei auf die Cleveland, sobald sie in der Karte ist. Wie gesagt, die Schlachtschiffe machen es richtig. Ihr habt jetzt links von euch einen Omaha. Ja, kriegt meine HP-Säule. Oh, die klemmst du schon wieder. Gotti, du kriegst das hin, ne? Mit deinen Bombern die ganzen Schiffe da rauszunehmen, passt, oder? Gar kein Problem. Irgendwie hat er mir gerade meine ganzen Torpedobomber runtergeholt. Ja, wahrscheinlich. Gut, ist New Mexico und Co.
Achtung, bei den Schlachtschiffen oben kommt ein Zerstörer hinten durch. Da ist ein Penis-Cola bei, darum. Wenn ich mir das gebe, immer kaputt lachen, wenn ich mit dem Schlachtschiff einen Klemmsen, einen Zerstörer erfolgreich torpediere. Die ist ausgetürmt. Sehr schön, Cleveland raus. Die Oma ist auch raus, sehr schön. Oh, sie kommen auch mal wieder zu mir zurück. Wir müssen ja die Basis auch ein bisschen verteidigen. Ne? Genau. New Mexico ist Geschichte. So, ihr könnt. Okay, New Mexico geht raus. Dann bitte auf die Penis Cola schießen. Habe ich schon. Ein Treffer und ich komme. Penis Cola brennt. So, alle Schiffe sollten sich jetzt in Richtung Reparaturdock bewegen. Oh, Focus Fire bitte. Die Panzer. Drei Uhr über Penetration. Fokussiert ihr denn jetzt? Wir fokussieren im Moment die Panzer und die Schlachtschiffe, die können, also die beiden Scharnhorster, die können bitte die Schlachtschiffe auch mit fokussieren. Also New York am besten, die ist am nächsten dran wahrscheinlich. Der O-Panzer hat eine Zitadelle gefressen. So, Mumpel sind unterwegs, sollte jetzt reichen. Jo. Oh, da oben ist noch eine Atlanta. Ganz oben am Kartenrand. Die muss ganz schnell raus. Weil sonst werden nämlich bei uns Bomber abgeschossen. Ja. Ich beweg mich in die Richtung. Kann jemand auf die Klemmsen da oben wirken? Türme in der falschen Richtung. Nee, die ist für mich viel zu weit weg. Ah, jetzt ist in Sekundärreichweite. Jo, Kinas. Davor hat die Klemmsen rausgenommen. Oh, Chris, du kannst dich schon mal beim Reparaturdock positionieren. Wir sind über Fische losgeschickt. So gefällt mir doch besser. Dringend die Atlanta rausnehmen. Und alle, die jetzt beschädigt sind, ab in Reparaturdock. Alle beschädigten Schiffe in die Reparaturdocks, ins Reparaturdock reinfahren. Ganz schnell. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, weil ich bin wieder rausgeflogen. Was gibt, was ich an den deutschen Schiffen liebe, sind die Sekundärartillerie. Oh Mann, ey! Die Atlanta lebt immer noch. Ei.
Jetzt. Okay, wir haben aber ein paar Flugzeuge verloren. Von der Flugzeugverstärkung. 44 haben überlebendet wahrscheinlich. So, Fokusfeuer auf die Oma hier. Ja, bitte, weil ich bin nämlich gleich tot und ich bin jetzt gerade wieder im Spiel. Das ist doch doppelt so viel Leben wie ich. Ja. Möglichst verdeckt fahren. Die Leute, die ganz stark beschädigt sind, reparieren und möglichst verdeckt fahren, wenn es geht. Lasst euch nicht aufdecken. Ja, sehr schön. Ab in die Werft mit euch. So, zwei, drei Schiffe sollten sich hier in dem Bereich positionieren. Und die anderen in die Reparatur. Dahin. Ich heile gerade ein bisschen hoch und ich drehe schon mal die Türme in die Richtung. So, sollten jetzt Gegner kommen und ihr in der Reparaturbasis angekommen seid, sofort Nebel zünden, damit ihr euch hochheilen könnt, aus dem Nebel heraus. Also kommt da schon was. Scotty macht das schon perfekt. Er hat genau uns einen kleinen Aufklärungskreis hier so verschafft. So sollte ein Flugzeugträgerfahrer das machen bei den PVE-Missionen. So, dann Fokusfeuer auf die ersten Ziele, die da sind, aber nur die, die auch noch Leben haben. Die, die kein Leben haben. Oh, ich glaube, das mache ich noch. So, da die Omaha, die wo angreifend drüber steht, die zuerst zerstören, bitte. Gut. Die jetzt in der Reparaturbasis drinnen stehen, fahren da nicht wieder raus. Weil das wird nämlich nachher ein Zwischenziel. Ich werde mich trotzdem rausbewegen, weil im Gegensatz zu... Ja, also Ranja 83 und ich 39 müssen jetzt in der Reparaturbasis drinnen bleiben. Besonders darauf achten, auch wenn ihr rückwärts fahrt und so eine Sache. Mhm. Wie sieht das aus mit der Oma? Nein, nur Überpenetration gehabt. Na, ich kann nicht drauf wirken. Noch nicht. Martin, wenn du Beschuss hast, smoken. So. Wichtig ist, dass jeder überlebt. Wichtig ist wirklich, dass jeder überlebt. Der Schaden-Output pro Minute, der macht's aus. So, die Jäger kannst du ruhig zu mir rüberlocken. Ja, ich genau so. Tue mein Bestes. Aha, bei Fall. Oh, hier ist ein Omaha in Rot. Irgendwo. Ich sehe sie nur nicht wegen dem Nebel. So, Phoenix ist auch raus. Ah, Schaden aus dem Wetter. Da ist der Omaha. Irgendwo die. Ja. Abschießen. Ich versuche die gerade so alle so ein bisschen. Ah, ich wollte gerade Torbisch Stopp schon heißen. Gut, dass ich nur geguckt habe. Hier, die Omaha muss als nächstes raus. Welche? Wo ich geklickt habe, da ist. Habe ich nicht gesehen. 1,40. Wieder. Nee, Quatsch. Eigentlich war das nicht so geplant. Diese. Ah, nein! Da ist ein Torpedo. Oh. Alter Schalter, ey. Nicht weiter vorfahren, Sascha. Bleib hier. Du fährst da quasi alleine in die Ziele. Die Oma da hinten muss raus, genau. 1:10 haben wir noch. Ich bin gerade dabei. Wie ist die Nahtarbeit? Oh, da kommen die ganzen Zerstörer. Alles erstmal auf die Oma, danach die Zerstörer. Brutale Zitadelle, macht Spaß. Ich fahre jetzt mit in den Reparaturdock, dafür kann jemand anders rausfahren. Ich. So, Omaha ist raus.
Ich muss mich reparieren lassen, ganz dringend. Ja, ich krieg hier jetzt richtig Beschuss von rechts, von links. Ja, warte, ich komme mal mit hin. Ich versuche die Terragun zu bombardieren. Ich versuche die ganze Cola zu kriegen. Ja, bin ich auch dran. Gute Idee. Und die fährt mal ein Torpedos rein. Das ist schwach. Ah, jetzt wieder. Jetzt nehmt die heraus, die Farragut. Ja. So, da war. Die O-Tops, Tops, Tops. Maus, fang welche bitte. Sonst bin ich mit tot. Ich hoffe, du kannst da. Ein. Ein. Das passt. Sehr gut. So, Nikolas. Ja, ich arbeite mit dran. Nee, Nikolas kommt jetzt nicht. Doch, die kommt gleich. Nein! Da ist ja noch einer. Bleib. Nikolas raus. Die Sims kommt gleich nochmal wieder. Also die... Ja, warte, ich... Boah, ey, was ist das hier für eine Aktion? Bims kommt. Kann ich schießen? Ich kann nicht schießen. Sehr gut. So, ist gerade so, oder? Wie sieht das mit der Raptor aus? Instant-Arbeit. Jetzt gerade so geschafft, meinen Torpedos hinkommen, die Sims. So. Ich komme mit vor jetzt. Hier ist eine Mexiko 5 Kilometer. Das ist eine Arbeit. So nur mit Torps. Der Torpedowerfer am Arsch auf der Seite. Der kann leider nicht so richtig wirken im Moment. Die Reparaturbasis kann verlassen werden. Wir haben die Mission für die Reparaturbasis schon erfüllt. Super. So, die Marblehead da hinten und Zulu 1, die Pensacola und Zulu 2. Also Zulu 1, 2 und 3, die müssen jetzt bekämpft werden. Die sind besonders nah an der, am Airfield. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Und jetzt müssen wir die Force nur noch am Leben erhalten. Dann haben wir alle Missionen geschafft. Also Feuer frei auf Zulu 3 und Pensacola. Und die Alabama. Also. Die hier. Da muss hingeschossen werden. Sehr schön. Jetzt die Pensacola bitte. Wir kriegen gleich Besuch von einer Mahan auf meiner Seite. Da kümmere ich mich drum. Ich drehe die Türme. Macht ihr die Pensacola und die Alabama platt. Ganz wichtig. Ja, in einen Topf werde ich fressen. Das kann ich nicht vermeiden. Aber ich kann wieder... Zitadelle, Pensacola. Komm, ihr schafft das. Die ist weg. Super. Alabama ist ja schon anders Kaliber. Ja, jetzt Fokus Fire Alabama und dann klappt das. Die Mähen nervt immer noch. Leider außer die hat Torps im Wasser, die Mähen, ne? Deswegen fahre ich auch so unter. Oh, schön, jetzt zeige ich mir so. Die ganze Zeit stur die Breitseite. Jetzt wird er alle ein. Oh, da kommen die Torps. Oh, die hat, jetzt hat sie richtig gefressen, die Mayhem gerade. Nahkampf mit der Alabama gehen.
Burner, oder? Brent. Brandy. Brent. So, 20 Sekunden noch, Leute. Brent wieder. Dann schmeißt du halt Top. Mehane lebt noch, aber wir haben das Unternehmen schon geschafft. Jawohl. Ah, die Mumpel kam nicht schlecht. So, das müssten 5 Sterne gewesen sein. Wir haben alle Missionen erfüllt, richtig? 1, 2, 3, 4, 5. Chaka! Das waren 5 Sterne. Super, Leute. Gibt's dafür eigentlich alles? Premium-Spielzeit zum Beispiel. So, natürliche Auslese gab's. Taktische Expertise habe ich als Abzeichen bekommen. Und natürlich wieder ein Seestern. Genau, Seestern. 10 Zitadellen, 5 Schiffe raus, 242 Zieltreffer. Ja, diesmal keinen 10 Punkte Kapitän. Ich bin rausgeflogen. Oh. Diesmal nicht. Oh. Aber wirklich komplett überlassen. Ja, im Moment ist es don't play on patch day, ne? Kennt man den Spruch. So, also Leute, ich möchte erstmal gerne abmoderieren. Ja, ihr habt gesehen, wie 5 Sterne möglich sind. Immer schön kompakt. Am besten natürlich in einem Team. Auf einem Teamspeak-Server ist die Absprache natürlich immer besonders gut. Lässt sich jetzt leicht sagen, von mir ist mir schon klar. Ich denke, das war doch gut zu sehen, worauf es ankommt bei der ganzen Geschichte, wo die primären Targets liegen, zuerst halt die Einflugschneisen der Rettungsflugzeuge sichern, nebenbei die Zerstörer rausnehmen und dann die Schlachtschiffe, die sich da bewegen, die New Mexico, die Wyoming und Co., dann sich relativ schnell in Richtung Reparaturbasis bewegen, da die Schiffe durchtauschen, wie die Reparatur nötig ist, aber nicht komplett alle knubbeln in der Reparaturbasis, sondern ihr müsst euch so ein bisschen verteilen. So hat es bei uns geklappt. Mit einem auch sehr fähigen Flugzeugträgerpiloten, der hier ganze Arbeit geleistet hat in Sachen Aufklärung und Torpedoplatzierung, konnte man hier auch die Raptor dann rausnehmen. Und ich denke, ja, das ist ein nettes kleines Video, was euch hoffentlich weiterhilft bei euren Bestrebungen, 5 Sterne in dieser Mission zu holen. Ich hoffe, oder wir alle hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzugucken und ein bisschen was mitzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, liked auch die Facebook-Seite, da gibt es auch immer über alle Sachen hinaus noch Informationen zu World of Warships, World of Warplanes und so weiter. Und ich denke, wir sehen uns nächste Mal. Haut rein, wir sagen alle zusammen, tschüss! Tschüss! Tschüss.